So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit meinem vierten Commentary zu Battlefield 4. Und ja, ich will heute ein bisschen über meinen Trip oder meinen zweiten Trip nach Straßburg was erzählen. Und ja, im Hintergrund seht ihr ein Battlefield 4 Vorherrschafts-Gameplay auf der Map Flood Zone, also Flutgebiet. Und ja, das ist jetzt gerade heute erst entstanden und ich habe lange nicht gespielt. Und ja, ich musste einfach mal wieder ein paar Waffen durchtesten, welche jetzt wirklich für mich geeignet sind, weil ich hab's echt wirklich fast verlernt, das Spielen. Das ist ganz komisch. Ich habe jetzt 2 Wochen lang nicht gezockt und ich hab's echt nicht mehr wirklich gut drauf gehabt. Auf jeden Fall, das Ganze ist auf der Xbox One entstanden und ja, hat mal wieder Bock gemacht zu spielen, aber ich muss echt wieder reinkommen. Und ja, jetzt fange ich gleich mal an mit dem Thema, nämlich meinem Trip nach Straßburg. Kurz vor Weihnachten, das Wochenende, bin ich nach Straßburg gefahren. Und ja, wir fahren etwa so circa 3 Stunden nach Straßburg, sind ja circa 300 Kilometer. Und das hat ganz gut gepasst zeitlich. Wir sind so, ich glaube, so 11, 12 losgefahren und waren dann nachmittags da dort. Und ja, also ins Hotel konnten wir ja noch nicht einchecken, weil es war ja leider so, dass das Hotel erst etwas später aufmacht. Deswegen haben wir uns noch kurz vorher so umgeguckt ein bisschen. Also wir haben erstmal ein bisschen gebraucht, bis wir überhaupt das Hotel gefunden haben. Und dann war es eh schon so, dann haben wir gedacht, da ja, komm, wir probieren es doch ins Hotel reinzukommen. Wir sind reingekommen, ist ein sehr schönes 3-Sterne-Hotel. Relativ zentral, ist an diesem äußeren Ring von Straßburg. Das heißt Villa de Chest. Und das ist echt cool. Das ist relativ luxuriös, hat Fernsehen, zwar nicht in guter Qualität, aber es hat deutsches Fernsehen und auch, soweit ich weiß, Englisch und alles Mögliche halt. Und Internet hat es auch, wenn man nachfragt. Und das Frühstück war sehr reichhaltig, war echt schön dort. Und ja, wenn man jetzt so nach Frankreich fährt, denkt man sich ja erstmal, wie mache ich das jetzt mit dem Internet? Ich habe jetzt einen neuen Vertrag mit Vodafone. Und wie macht man das da? Und dann haben die lustigerweise das automatisch für mich schon gebucht gehabt. Ich zahle 3 Euro pro Tag und kann dann mit 100 MB, 100 SMS und 100 Minuten surfen, soweit ich weiß. Und deswegen hat das dann relativ gut geklappt mit dem Internet, auch wenn ich nicht überall Empfang hatte, weil dort, man muss halt immer gucken, welchen Anbieter man da jetzt bekommt und welches Netz man überhaupt benutzen darf. Und ja, dann haben wir uns gedacht, komm, in die Stadt ist es schon etwas weit, teilweise, oder naja, wir wollten halt in die Innenstadt, das ist ja so komplett mit Wasser umgeben, da wollten wir dann nach unten, halt in den südlichen Teil, und das wären dann schon so 1,5, 1,8 Kilometer irgendwie sowas gewesen, das wollten wir halt jetzt auch nicht unbedingt laufen. Und dann haben wir gedacht, komm, wir fahren mit den Bussen. Ich habe schon geguckt auf den Linienplan. Ah ja, da könnten wir hin und so. Dann wollen wir da rein und in den Bus. Haben halt gewartet. Ah, okay, weil draußen stand kein Automat. Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen da hin. Und der so, kenn ich nicht. Also halt auf Englisch. Der Typ hat nicht gewusst, welche Station er anfährt. Und dann wollte er auch nicht abkassieren irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, laufen. Habe ich gesagt, ja, ganz toll. Sind wir halt da hingelaufen, ging dann einigermaßen, weil durch die Innenstadt ist das dann doch ganz gut, weil man da immer wieder mal stehen bleiben kann, sich die verschiedenen Weihnachtsmärkte angucken kann. Straßburg hat ja unglaublich viele Weihnachtsmärkte. Also da gibt es ja diesen einen ganz großen, ja, also wir sind da hingekommen, habe ich mir gedacht, wow, das ist ja eigentlich nur eine Fressmeile. Also es ist wie teilweise in Deutschland nur fressen, saufen und alles. Und ja, aber dafür muss man sagen, es ist günstiger als in Deutschland. Also die Preise sind dort wesentlich günstiger. Crepe kostet, glaube ich, 3 Euro oder sowas. Und auch Waffeln. Und die haben dort ja so typisch elsässisch Wurst, also Bratwurst irgendwie mit Kraut und so und Speck. Und das ist alles insgesamt wesentlich günstiger als bei uns auf den Weihnachtsmärkten. Allerdings muss man sagen, wir wollten dann halt nochmal essen gehen, so richtig abends, und alles ist schweineteuer. Du kannst dir wirklich, egal welches Restaurant du anschaust, das ist wirklich nicht billig.
Und von dem her, dann sind wir halt zu einem Italiener gegangen. Das war irgendwie so eine kleine italienische Pizzeria, wo, also eine richtige italienische Pizzeria. Nicht irgendwie so Franzosen, die Pizza machen, sondern richtig. Und hat ganz gut geschmeckt. War zwar auf den Preisen Berliner Niveau, aber bei den anderen hast du immer nur irgendwie so halt elsässisch Flammkuchen für 15 Euro oder keine Ahnung. Also viel deutsche Gerichte auch. Aber irgendwie alles relativ teuer und es war uns dann einfach zu doof. Dann sind wir da reingegangen, hat ganz gut gepasst. Und ja, wir sind ja dann abends dort gewesen auf den Weihnachtsmärkten und da gibt es ja schon, also das ist ja insgesamt ein ganz großer und dann gibt es noch so viele kleine. Und wir sind dann einfach mal durch die Stadt gelaufen. Da gibt es natürlich viele schöne kleine Details. Die hatten zum Beispiel so ein Fachwerkhaus, wo ganz viele so Plüschbären dran waren, so Eisbären. Da hat ganz gut ausgesehen. Und so insgesamt ist das schon sehr liebevoll gemacht. Da gab es so eine Gasse, wo jeder irgendwie an seinen Balkon oder sein Fenster da irgendwie was Cooles hingehängt hat. Und war insgesamt schon sehr schön. Allerdings muss man sagen, unterscheidet sich das insgesamt nicht wirklich sehr zu den Weihnachtsmärkten, die wir hier in Deutschland haben. Wobei die auch nicht alle so toll sind. Also wenn Christkindlesmarkt in Nürnberg ist ja so der deutsche Weihnachtsmarkt. Aber man muss wirklich sagen, der hat, also mir gefällt der nicht so. Also hier in Berlin hast du eine wesentlich größere Vielfalt. Da gibt es den am Gendarmenmarkt, der wirklich super schön ist. Mit seinen kleinen Zelten, weißen Zelten mit Sternen obendrauf. Und echt schön. Und ja, insgesamt natürlich ist das ein bisschen teurer. Aber insgesamt finde ich hier in Berlin die Vielfalt besser als in anderen. Also in Nürnberg jetzt zum Beispiel oder jetzt auch in Straßburg. Und wobei man sagen muss, in Straßburg gibt es dann noch da im Süden, ist dann so eine kleine Extrainsel. Also da sind auch die Hotels und Restaurants schweineteuer. Das sind eine der teuersten Hotels in ganz Straßburg. Und da muss man gucken. Also sie sind schon sehr teuer dort, auch die Stände, die sie dort haben. Aber er ist wirklich schön, der Weihnachtsmarkt. Das sind so ganz viele Fachwerkhäuser und da unten rum sind so kleine Buden mit, da gibt es natürlich einen Weihnachtsmarkt, wo viel Elsässisches verkauft wird, also viele Produkte aus dem Elsass. Und deswegen, also der war echt schön da unten. Und ja, also das ist ja insgesamt, da waren wir jetzt allerdings am Tag. Also wir waren von Samstag auf Sonntag dort. Sonntagabend sind wir dann wieder heimgefahren. Auf jeden Fall Sonntag waren wir dann dort. Es war Tag, nachts wäre es wahrscheinlich schöner gewesen, aber da kommst du wahrscheinlich nicht durch, weil es war ja extrem voll. Schon abends und wenn du dann noch am Wochenende dann dort bist, wo eigentlich der Beste von allen ist, da kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr durch. Und ja, das waren viele kleine Stände und hat dann auch so die Schleuse gesehen, wo dann diese, man konnte ja auch Rundfahrten machen mit so einem Schiff, wo man dann so die Schleuse gesehen hat, wie dann das Schiff nach oben gefahren ist und so eine große Brücke ist dann so zur Seite gefahren, so eine Fußgängerbrücke, wo dann das Schiff unten durchgefahren ist. Das sind so riesengroße Glaskastenschiffe irgendwie, dass man halt schön rumgucken kann, wenn man drin sitzt. Und ja. Dann danach hab ich mir dann noch gedacht, ah Mann, ich würde eigentlich schon noch ganz gern ein bisschen so französisches Zeug kaufen, so ein bisschen Lebensmittel, zum Beispiel Marmelade, also von Marmont zum Beispiel, das ist somit eine der besten Marmeladenkonfitüren-Hersteller, die es gibt. Und dann sind wir dann einfach nochmal in den Supermarkt gefahren, nämlich es gibt ja in Frankreich diese Supermarkt-Sachen, wie zum Beispiel Supermarché ist der Supermarkt, dann gibt es Hypermarché, das ist so ein etwas größerer Supermarkt, und dann gibt es den Cybermarché, das ist der übermega große Supermarkt. Und wir waren dann in einem, im Cora, das ist der einzige Cybermarché in Straßburg, und der hatte am Sonntag vor Weihnachten offen. Und dann sind wir dahin und der ist wirklich riesig, da kriegst du wirklich alles. Und ich habe mir gedacht, oh komm, Dead Rising 3 gibt es ja in Deutschland nicht zu kaufen, wird wahrscheinlich demnächst beschlagnahmt, kriegt man so dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Komm, das hole ich mir dort. Sie hatten es dort, aber nicht mehr vorrätig. Also sie hatten es einmal dort, aber war nicht mehr da. Und wie ich sehe, ist gerade das Gameplay schon zu Ende. Und ja, erzählt mir mal. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so an Weihnachtsmärkten bei euch in der Gegend habt. Sind die schön? Oder was haltet ihr von Weihnachtsmärkten insgesamt? Ist es für euch nur Sauferei? Oder ja, schreibt mir einfach, was ihr von Weihnachtsmärkten haltet in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf den Kanälen vorbei, gebt dem Video einen Daumen hoch oder auch einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja.
Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.